Dieses Video ist der ultimative Guide, wo man in Kairo am besten wohnt. Ich war selbst vor ein paar Monaten in Kairo und weiß, dass es nicht ganz einfach ist, das zu entscheiden. Und deswegen werde ich im Folgenden darauf eingehen, was die besten Gegenden sind, welche Form es sein soll, also Hotel, Apartment und wo man das am besten bucht. Meiner Meinung nach gibt es eigentlich nur drei Stadtteile, wo ich wohnen wollen würde. Gizeh, Pyramiden, Downtown in der Stadt und Zamalek. Ich stelle dir im Folgenden gerade mal vor. Also die meisten, die nach Kairo kommen, noch keine Ahnung haben, werden in Gizeh wohnen wollen, weil sie sagen, das sind die Pyramiden, das sind ja da nah dran und so weiter. Das ist okay. Gizeh, direkt bei den Pyramiden. Klar, man wacht morgens auf, man guckt aus dem Hotel, man fällt raus, man sieht die Pyramiden. Man ist nah dran, man kann quasi als Erster an den Eingängen sein und man kann eben auch abends problemlos was an den Pyramiden machen. Nachteile sind, in Gizeh gibt es nur die Pyramiden. Die Pyramiden macht man als Tagesausflug, vielleicht ein paar Stunden und so, aber dann gibt es ja eigentlich nichts weiter. Jedes Mal, wenn ihr nach Kairo wollt, wenn ihr was besichtigen wollt, Museum, Bazar und so weiter, müsst ihr 30 Minuten durch den Kairo-Verkehr fahren. Das kann man machen. Ist aber ein Nachteil. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Stadtteil rund um Gizeh nicht schön ist. Ich weiß es, weil wir sind zu Fuß dort entlang gelaufen, um zum Supermarkt zu kommen, der nur einen Kilometer weg war. Es gibt wenig Bürgersteige, es ist viel Verkehr, es gibt kaum touristische Infrastruktur und man wird natürlich immer belagert. Auch von daher nicht so gut. Und ja, wie gesagt, die Infrastruktur ist nicht so gut. Es gibt zwar direkt in Pyramiden Restaurants und Hotels, aber die sind auch auf Touristen eingestellt und dementsprechend teuer. Downtown, gleich vorweggestellt, meiner Meinung nach die beste Wahl. Wenn man von Downtown zu den Pyramiden will, ja, muss man einmal 30 Minuten da rausfahren mit dem Taxi und 30 Minuten wieder rein, aber eben nur einmal. Wenn man das Ägyptische Museum besuchen will, wenn man am Nil entlang laufen will, wenn man zu einem Khalili-Bazaar gehen will, wenn man das koptische Kairo, das islamische Kairo besichtigen will, alles ist rund um Downtown. Downtown hat den großen Vorteil, da leben wirklich Menschen. Es ist walkable, also man kann überall eigentlich zu Fuß hinkommen in einem gewissen Umkreis. Es gibt Restaurants, Geschäfte, aber eben auch normale Geschäfte. Ja, eigentlich ist Downtown optimal. Nachteile ist, es ist natürlich viel los, zu den Hauptverkehrszeiten ist auch, stehen die Straßen still und man ist eben im Inneren der Stadt, man in diesem Staub und man ist drin. Und die letzte Möglichkeit, Zamalek. Zamalek ist eine kleine Insel vor Kairo, sehr beliebt bei Expats. Es gibt dort den Kairo Tower, einige 5-Sterne-Hotels, Nil, Dampfer und Kreuzfahrten sind da. Und sehr schöne Gegend, allerdings auch nicht wirklich walkable, wie ich festgestellt habe. Viele Zäune, hohe Mauern und so. Aber man kann sehr gute Apartments bekommen mit westlichem Expat-Standard. Es sind viele Ausländer dort, ist darauf eingestellt. Wir waren in einem Hotel was essen, da mussten wir erst durch einen Security-Check, um reinzukommen und durch einen Security-Check, um rauszukommen. Und es ist nicht so weit weg von der Kairoer Innenstadt. Man kann es theoretisch laufen, man kann aber auch 5 Minuten mit dem Taxi fahren und so empfehlen. Welche Art von Unterkunft würde ich in Kairo empfehlen? Es gibt im Prinzip Apartments, Airbnb, es gibt Hotels, Booking.com oder ähnliches und es gibt Hostels. Übrigens in allen drei Gegenden, die ich genannt habe, also sowohl an den Pyramiden als auch Downtown als auch auf der Insel Zamalek. Hostels sind die Budgetoption. Kann man bekommen, sind in Ägypten recht einfach, aber sauber, kann ich empfehlen. Allerdings würde ich mir überlegen, gerade wenn ich zu zweit bin, ob ich statt einem Hostel nicht gleich ein Hotel nehme. Hotels sind nämlich gerade die günstigen, die Doppelzimmer auch kaum teurer und ja, eben deutlich netter, weil man dann in der Regel eine eigene Dusche im Zimmer hat, eine Hotelrezeption unten und so weiter. Die Übergänge sind fließend. Und andere Möglichkeit, Apartment. Wo man über Airbnb buchen kann, wo man eine Küche hat, gibt es auch jede Menge. Wir persönlich hatten ein Apartment in Downtown, was nett war, weil wir kommen und gehen konnten, was wir wollten. Es war riesig, es gab eine Küche, wir konnten
einkaufen, den Kühlschrank befüllen, morgens uns einen Kaffee machen, Müsli essen und so weiter. Und sind eben aus der Tür raus und alles war da. Ja, also Uber, Taxi, konnten zum Ägyptischen Museum laufen, waren 5 Minuten, zahlreiche Restaurants. Ich bin vom Khalil el-Khalili zurückgelaufen, weil ich es so interessant fand. Ja, also optimale Lage. Vielleicht noch ein Wort zum Flughafen. Alle drei Gegenden, Gizeh, Downtown und Zamalek, sind ein ganzes Stück vom Flughafen weg. Bei Downtown wohl noch am besten erreichbar sein müsste. Gizeh ist ein Stück weiter weg. Aber zum Flughafen müsst ihr auf jeden Fall ein Taxi nehmen. Oder ein Uber. Also zusammenfassen, wo in Kairo wohnen. Wenn ich mich nur für die Pyramiden interessiere, Gizeh, super Hotels mit Pool und so weiter, nur raus zu den Pyramiden, wieder rein. Kairo, vielleicht mal zum Ägyptischen Museum und sonst nichts. Ansonsten, wenn euch Kairo an sich als Stadt interessiert, Downtown, auf jeden Fall. Ich würde mir ein Apartment nehmen. Buchen kann man das Ganze online. Ich würde es immer über Airbnb, Booking.com und so weiter machen, weil ich dann einen Ansprechpartner habe in meinem Land, bei dem ich mich auch beschweren kann. Wir hatten mit Airbnbs hin und wieder mal das ein oder andere Problem, dass es zum Beispiel nicht gereinigt war oder dass irgendwas nicht stimmte und so. Und dann hilft es unglaublich, dass man einen dritten Partner hat, bei dem man sich beschweren kann. Weil wenn ihr direkt bucht, ihr könnt natürlich auch ein Apartment direkt bei einem Ägypter buchen und der sagt dann, ja, zahlst du vor Ort und so weiter. Wenn es ein Problem gibt, der weiß, ihr werdet nicht wiederkommen, ihr seid, habt keine große Marktmacht und so, warum sollte euch helfen? Dagegen, wenn Airbnb sich beschwert und was nicht stimmt und so, kann das sein Business durchaus, kann das schlecht sein für sein Business. Deswegen würde ich immer über einen Drittpartner buchen. Gleiches für Booking.com. Für das Hotel seid ihr nur einmal da. Aber wenn ihr über Booking.com kommt und euch bei Booking.com beschwert, habt ihr eine ganz andere Marktmacht. Okay, also das war der Guide für Wohnen in Kairo. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schreibt doch in die Kommentare, ob er euch gefallen hat, was ich besser machen könnte. Und dann, ja, schaut euch meine weitere Serie über Kairo an. Ich erzähle euch, wie man am besten von A nach B kommt, wie man die Pyramiden allein besuchen kann, welche anderen Attraktionen es in Kairo noch gibt und wo man am besten einkaufen kann.